Mehr als 4000 Unternehmen präsentieren sich bei der IT-Messe CeBIT in Hannover. Mit dabei sind globale Giganten wie Samsung und Microsoft mit massenkompatiblen Produkten bis hin zu Nischenanbietern, die Spezialanwendungen anbieten. In ihrer Eröffnungsrede fordert Bundeskanzlerin Angela Merkel, bei neuen technischen Entwicklungen darauf zu achten, dass soziale Standards eingehalten werden. Partnerland der CeBIT ist in diesem Jahr Polen. Das Leitthema bei der CeBIT ist Share Economy. Firmen und Privatpersonen teilen dabei über das Internet Informationen, Dienstleistungen oder technische Infrastrukturen. So entstehen neue Geschäftsmodelle und Partnerschaften. Technisch geht es um die Integration sozialer Netzwerke in Kommunikationsplattformen, intelligente Programme zum Datenabgleich und das Auslagern von Dateien in die Cloud. Aus der Wolke können sie von überall abgerufen werden. Die CeBIT bietet zahlreiche Produktpremieren für den deutschen Markt. Mit einer Software für eine 3D-Buchpräsentation wartet etwa das Fraunhofer-Institut auf.